Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer Spezialfolge von HTS Kommentare kommentiert. Dieses Mal mit dem Thema Tierschutz. Und bei uns sind heute die wundervolle Pia und die wundervolle Jules, die sich mit diesem Thema auskennen. Wir wünschen euch bei dieser Folge ganz viel Spaß, auch vom restlichen HTS-Kommentare-Kommentier-Team, die Anita, die Caro, die Elena und die Elli und ich. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin die Pia Hupetzki, bin seit 2016 bei HTS und bin aktiv im Tierschutz tätig. Seit 2005, da habe ich meinen ersten Hund aus dem Tierschutz bekommen und habe mich danach sehr aktiv im Auslandstierschutz engagiert. Ja, danach kam dann der ein oder andere noch zum festen Rudel dazu und hin und wieder auch noch ein paar Pflegehunde. Genau. Hi, ich bin die Jules, bin seit 2021 im HTS-Team, bin als Trainerassistentin aktuell in der Ausbildung. Im Tierschutz aktiv bin ich seit 2016, ja. Aktiv im Tierschutz bin ich seit 2016, bin unter anderem auch Vorstand in dem Verein, ich bin in der Vermittlung tätig und so weiter. Also ich mache eigentlich so, bin ich Mädchen für alles. Wir engagieren uns hauptsächlich für Tierschutzhunde aus Kroatien. Natürlich helfen wir oder unterstützen wir in Deutschland ebenfalls. Und ich denke, ich habe das ein oder andere beizutragen. Die Jules hat ja gerade gesagt, dass sie da mit Kroatien viel zusammenarbeitet. Pia, hast du auch so länderspezifisch oder machst du alles? Oder wie sieht das aus? Ich hatte in der ganz alten Vergangenheit viel mit Ungarn zu tun und bin dann aber als offene Pflegestelle praktisch für In- und Auslandstierschutz engagiert gewesen, also nicht länderspezifisch, sondern habe mal einen Bulgaren gehabt, habe mal einen Deutschen aus dem Tierschutz gehabt und habe auch mal jetzt seit neuestem den Portugiesen bei mir. Da haben wir ja auf Facebook auch schon das ein oder andere gesehen. Mit dem Portugiesen machst du da diese Miniserie oder wie soll ich das nennen da auf deinem Facebook oder wie war das? Genau, richtig. Da habe ich eine Beitragsserie gestartet zum Thema New Life, Übernahme eines Tierschutzhundes, erste Schritte in ein neues Leben, wo ich zeigen möchte, wie es gelingen kann, einen Tierschutzhund optimal zu integrieren. Natürlich ist nicht jeder Tierschutzhund gleich, alle sind komplett individuell und wir sprechen hier auch ganz explizit nicht über Angsthunde. Das ist ein Thema für sich. Dennoch glaube ich, dass so der ein oder andere Tipp vielleicht hilfreich sein kann für jemanden, der sich dafür interessiert, in der Zukunft einen Tierschutzhund bei sich aufzunehmen. Ja, sehr gut. Vielleicht ganz kurz, weil du das mit dem Angsthund gerade angesprochen hast. Anita, wie sieht denn das aus, die Arbeit nach HTS mit Angsthunden? Wie ist da so deine Einschätzung? Ich denke erstmal, ich meine, klar, du kannst es differenzieren, Tierschutzhund, Angsthund. Oder du kannst sagen, der Angsthund unter den Tierschutzhunden. Meine persönliche Erfahrung, es wäre auch eine Frage gewesen an Pia und Jules nach ihren Erfahrungswerten. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Tatsache, dass ich einen Tierschutzhund übernehme, sehr oft in den Gehirnen der Menschen, nicht am Hund, gleichgesetzt mit, das ist ein Hund, der hat schlechte Erfahrungen gehabt, dem ging es nicht gut, der musste sich selbst irgendwie verpflegen und so, ist gleich, das ist ein Angsthund und das ist natürlich Quatsch. Ja, deswegen würde mich interessieren, was Pia und Jules prozentual, wenn man das ungefähr sagen kann, wie viele von den Tierschutzhunden sind dann wirklich Angsthunde? Weil ich kann sagen ungefähr, ich habe im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, also wie viel Prozent Tierschutzhunde haben wir überhaupt? Da würde ich sagen ungefähr 40-50%, also sehr viele bei HTS. Und wie viele davon sind wirklich tatsächliche Angsthunde? Da liegen wir bei unter 5% meiner Erfahrung nach. Ja, so. Und das natürlich sind, und warum ist das bei HTS so? Weil natürlich unsere Arbeit, komplette Arbeit ausgelegt ist auf vorwärtsdenkende Hunde und nicht auf rückwärtsdenkende Hunde, die sich aus ihrer Angst heraus irgendwie völlig in Rückzug oder Flucht gehen. Vielleicht liegt es auch daran. Also ich will das nicht generell sagen. Deswegen würde mich da mal interessieren, was Pia und Jules dazu sagen.
Ja, ich kann da gleich mal aufspringen auf das Pferd, weil das ist auch tatsächlich so. Angsthunde, ja, die gibt es definitiv, aber die sind prozentuell gesehen wirklich gering im Gegensatz zu der Masse, man muss es leider so sagen, die jetzt heutzutage nach Deutschland vermittelt wird. Hin und wieder sind Angsthunde dabei, wirkliche Angsthunde. Viele Hunde sind ängstlich, ja, da unterscheide ich ganz groß. Und der dritte Part ist tatsächlich der Mensch, der halt gewisse Ängste einfach in den Hund impliziert, die überhaupt gar nicht da sind. Weil, nehmen wir mal jetzt mal mein Beispiel. Ja, der Hund hat in einem Verschlag gelebt, ja, der hatte keinerlei großartige Außenreize. Aber der kam zu mir und dann sage ich so, und jetzt bist du hier. Und das ist meine Welt, das sind meine Regeln und hast du ein Problem mit Dingen, gehen wir das gemeinsam an. Aber ich sage nicht, oh mein Gott, du hast jetzt jahrelang in diesem Verschlag gelebt und du musst doch jetzt Angst vor allem Möglichen haben. Also die Herangehensweise des Menschen ist auch unheimlich wichtig bei der ganzen Geschichte. Wirkliche Angsthunde, sage ich genauso wie du, Anita, sind prozentuell gesehen, also wirklich eine Minderheit. Ja. Zumindest das, was ich kennengelernt habe. Ja. Mit dem Unterschied zu ängstlich. Mhm. Ja. Also ängstlich sind viele. Ne? Ängstlich kann man sein gegenüber einem Geräusch. Ängstlich kann man gegenüber einem Menschen sein. Aber wirkliche Angsthunde, und ich glaube, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, ich hatte so einen Fall, das ist eine ganz andere Nummer. Also da kommen auch die wenigsten dann tatsächlich mit zurecht, muss man mal ganz klar so sagen. Ja. Jules, wie ist deine Erfahrung? Ähnlich, ja. Ich unterscheide da auch ganz klar zwischen schüchtern oder ängstlich und Angsthund definitiv. Dann unterscheide ich aber zudem auch noch zwischen Hunden, die wirklich jahrelang sich selbst versorgt haben und auf der Straße gelebt haben, zu Hunden, die vielleicht schon mal ein Zuhause hatten, die aber dann weggegeben wurden oder die vielleicht auf einem Hof gelebt haben. Also eigentlich kannst du wirklich jeglichen Hund unterscheiden. Und ja, ein Angsthund ist sehr, sehr, sehr speziell. Es gibt ganz wenige Menschen, die tatsächlich mit einem richtigen Angsthund klarkommen. Und bei uns im Verein, wir haben relativ viele Pflegestellen auch, aber ich persönlich habe nur eine einzige Pflegestelle, die wirklich mit Angsthunden arbeiten kann und das auch durchzieht, weil die hat halt, die hat zum einen das Equipment, also ich spreche da von Leine mit einer Kette vorne dran, dass wenn sie quasi rumfahren vor lauter Angst und in die Leine beißen wollen, dass die halt nicht die Beine, die Leine kaputt machen können, dann ist sie wirklich sehr, sehr hart im Nehmen, was es auch bedeutet, wenn der Hund aus Angst schnappt oder wirklich sie beißen möchte. Also da gibt es ganz, ganz wenig Menschen, die wirklich mit solchen Angsthunden richtig arbeiten können. Und das ist sehr schade natürlich. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist es halt auch immer, ist es dem Hund denn so viel wirklich geholfen? Wenn man den, also die Angsthunde sind ja oftmals, die haben zwar wirklich Angst vor Menschen, aber die sind zum Beispiel in ihrem Zwinger relativ, also ich werde dafür mit Sicherheit gesteinigt werden mit dieser Aussage, aber die sind relativ zufrieden, das ist ihre gewohnte Umgebung. Klar, wenn Menschen da sind, verziehen die sich in der Regel, aber sie kennen das und dann zieht man die dort raus, zieht die in ein Zuhause oder in eine Pflegestelle rein, wo sie sich wieder komplett neu orientieren müssen. Also ich finde, man muss sich schon immer die Frage stellen, klar, man entscheidet vielleicht auch über Leben und Tod, aber ist es dem Hund wirklich so viel geholfen, ihn wirklich nach Deutschland zu holen, in eine Familie zu setzen, in komplett andere Umgebungen und man muss einfach ganz klar unterscheiden. Ich hab noch eine Frage, wenn ich darf, und zwar würdet ihr aus eurer Erfahrung heraus sagen, dass der Mensch, der sich einen Tierschutzhund holt, ein anderes Motiv hat, als der Mensch, der sich einen Rassehund holt zum Beispiel? Also das warum? Warum will ich jetzt unbedingt einen Hund aus dem Tierschutz oder warum will ich unbedingt einen Rassehund? Inwiefern unterscheidet sich da die Motivation? Und zweite Frage, welche Auswirkungen hat das? Also eurer Erfahrung nach, ja? Wenn jetzt Leute sehr zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal mitleidsmotiviert oder so, an ihre Tierschutzhunde drangehen, vermute ich, dass sie zu Beginn der Beziehung nicht so viel mit Grenzen setzen, tralala am Hut haben, sondern erstmal mit sehr viel Liebe und Zuwendung an das Ganze drangeht. Und welche Konsequenzen hat das eurer Erfahrung nach?
Also bei mir halten sich tatsächlich die Menschen, die aus Mitleid einen Tierschutzhund adoptieren wollen, wirklich in Grenzen. Also ich habe das sehr, sehr selten. Das gibt es ja, definitiv. Aber viele sind auch mittlerweile einfach schon so weit, dass sie sagen, warum sollte ich zu einem Züchter gehen, wenn es auf der Welt sowieso schon so ganz viele arme Seelen gibt. Ja, wenn es die Menschen sind, die wirklich Mitleid haben, die sind halt sehr empathisch, nicht zu verwechseln bitte mit verständnisvoll, weil das meine ich damit gar nicht. Aber aus Mitleid dann einen Hund sich anzuschaffen, letztendlich vielleicht auch gar nicht fähig zu sein, den richtig führen zu können, das hilft diesem Hund natürlich auch nichts, weil natürlich der Worst Case dann passiert, der Hund muss wieder weggehen, muss sich wieder an eine neue Umgebung gewöhnen und dann wahrscheinlich nochmal, weil er von der Pflegestelle dann erstmal vermittelt wird. Also aus Mitleid würde ich niemals mir ein Tier holen. Das hört dann damit, also es ist oftmals, ich kenne ganz viele Menschen tatsächlich, die finden dann auch kein Ende mehr. Also unsere Tierschützerin in Kroatien ist auch so eine, die ist sehr, sehr, sehr bemüht, die ist super, super lieb mit den Tieren und so weiter, aber die kann einfach nicht Nein sagen. Und ja, man muss gucken, macht es denn wirklich so viel Sinn, dann den Hund vielleicht von der Straße zu holen und dann in den Zwinger zu sperren? Ja, Mitleid ist einfach aus meiner Sicht da fehl am Platz, an diese ganze Geschichte ranzugehen. Dass man sagt, man möchte einem Tier helfen, finde ich, ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber die Auswirkungen, wenn man dann nur mit Liebe und nur mit Mitleid rangeht, der Hund wird dann auch irgendwann komplett durchdrehen aus meiner Sicht. Der wird komplett grenzenlos alles machen, ist total aufmüpfig, führt einen an der Nase rum und dann ist man ja auch unzufrieden. Ja. Die Rassen bevorzugen, die sich an einen Züchter wenden, ist in meinem Umfeld, auch als Trainerin, häufig der Fall, wenn es darum geht, dass Babys oder kleine Kinder im Haus sind, dann neigen die Menschen halt öfter dazu, eher zum Züchter zu gehen, sich einen Welpen zu holen, weil den kann man ja dann, ne, so sich hinbiegen, wie man möchte. Andere Motivation habe ich auch, dass bestimmte Eigenschaften des Hundes in den Vordergrund gestellt werden. Ist auch eine Motivation, sich bei einem Rassezüchter tatsächlich zu melden. Ne, die jetzt in den Sport aktiv reingehen wollen, etc. Das ist die andere Seite, ne, der Medaille zu den Tierschutzhunden, genau. Okay. Also es gibt natürlich auch noch die Motivation, das ist aber mittlerweile zum Glück sehr selten, ich hole mir einen Tierschutzhund, weil er einfach günstiger ist als ein Hund vom Züchter. Und ich denke, über die Konsequenzen muss man sich da dann nicht unterhalten, weil ich denke, das ist jedem tatsächlich klar. Ja, mich würde interessieren, wie ist denn die Situation so, Ersthundehalter und schon ein Halter, der schon Hundeerfahrung hat. Gibt es da jetzt eine Tendenz auch durch Corona, dass es mehr Leute gibt als Ersthundehalter, die sich jetzt einen Tierschutzhund holen wollen? Wie ist das so eure Erfahrung oder ist es gleich geblieben? Also ich würde sagen, es ist gleich geblieben. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also die Anfragen, die kamen, waren natürlich viel, viel mehr während Corona, definitiv. Aber jetzt, ich würde keine Abgrenzung zwischen erfahren oder nicht erfahren treffen. Ja. Und so grundsätzlich, wenn jemand euren Rat suchen würde, empfehlt ihr tatsächlich auch einem Ersthundehalter, ja, warum nicht, Tierschutzhund, ja, du kannst es auch irgendwie angehen oder wie kommen da auch so Anfragen? Ja, also ich hatte das auch schon tatsächlich, eine Familie, die einen Hund aus dem Tierschutz haben wollte, denen habe ich dann vorgeschlagen, in ein Tierheim mit mir zu gehen. Wir gucken uns den Hund gemeinsam an, hier in Deutschland. Der Hund kam ursprünglich auch aus dem Ausland. Ja. Und die wollten eigentlich einen Labrador haben und ich habe denen davon abgeraten, weil die zwei kleine Kinder hatten und die haben noch nie einen Hund gehabt. Und ich habe gedacht, diese Energie, die euch entgegenspringen wird, die wollten auch keinen Welpen, das sollt ihr mal gefühlt haben. Also sind wir in dieses Tierheim gegangen und haben ein Labrador uns angeguckt. Danach war das Thema durch. Und danach kam dann der süße kleine Puschel aus dem Ausland, wo die Familie wirklich hin und weg war und ich natürlich auf ganz andere Dinge geachtet habe als die Familie.
habe denen dann im Nachhinein auch erklärt, was auf sie zukommen könnte und was auch die positiven Eigenschaften des Hundes sind. Und letztendlich sind die ganz zufrieden mit dem Hund. Also es kann auch so laufen. Ja. Wichtig ist halt nur, in meinen Augen, nimm jemanden mit, der ein gewisses Auge für die Sache hat und nicht nur mit dem Herzi dabei ist, gerade als erste Hundehalter dann. Und wenn die ganze Familie mit kleinen Kindern noch dahinter steht. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber in dem Fall war das schon, glaube ich, ganz gut, dass wir halt diese Gegensätze auch mal gesehen haben. Nichts gegen Labradore, aber die sind halt sehr körperlich. Und mit zwei kleinen Kindern hat sich das Thema heulend schnell erledigt. Kommt halt auch auf den Kontext drauf an, ne? Wo der Hund halt dann auch hin soll und ob er da reinpasst. Genau, deswegen hatte ich das als Beispiel jetzt einfach mal angeführt. Ja. Nee, das ist sehr gut, ja. Aber das heißt dann ja auch, Jules und Pia, dass da auch sehr viel das Bauchgefühl entscheidet, welcher Familie jetzt für denjenigen Hund geeignet ist. Also wenn ich jetzt oder zum Beispiel... Ja. Oder die Erfahrung, sage ich mal, die Erfahrung vor allem. Wenn ich Anfragen bekomme für Hunde, letztendlich kriegen wir aus den öffentlichen Sheltern vor Ort, kriegen wir ganz, ganz wenige Informationen. Das Gute ist, dass wir alle 3 Wochen nach Kroatien fahren und sich jeweils jemand immer ein Bild von diesen Hunden machen kann, dann auch Videos machen kann und so weiter. Letztendlich haben wir da dann irgendwo auch so eine gewisse Einschätzung, wie der Hund wirklich so drauf ist. Und dann bei den Telefonaten gebe ich natürlich auch Tipps. Ich hinterfrage ganz, ganz vieles von den Leuten. Letztendlich entscheidet aber zu 100% mein Bauchgefühl. Wenn in dem Telefonat irgendwas mir spanisch vorkommt oder irgendwas, also es ist wirklich reines Bauchgefühl, das mag überheblich klingen, aber die Erfahrung zeigt einfach, hör auf deinen Bauch, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich glaube auch, dass diese Art, wie ihr das handhabt, ist ja eine Qualitätssicherung auch, dass ihr nicht einfach x-beliebig die Hunde verteilt oder empfehlt oder sonst irgendwas, sondern dass ihr euch ja Gedanken auch darüber macht, nicht nur, dass es dem Hund in Zukunft auch gut geht, sondern der Familie, wo der Hund hinkommt. Und deswegen finde ich, das hört sich überhaupt nicht komisch an oder überheblich, sondern ich finde, das ist extrem wichtig, weil das ist halt einfach für den Hund und für die Familie ein unsagbarer Dienst. Also, liebe Zuschauer, liebe Freunde, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Tierschutzhund oder nicht, dann sucht euch einen vertrauensvollen oder eine vertrauensvolle Vermittlerin, die kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass eigentlich ja das ist, was total schön ist an HTS, weil unsere Arbeitsweise ist einfach angelehnt an so das ganze komplette natürliche Verhalten vom Hund. Wir verwenden einfach keine künstlichen Hilfsmittel oder sonst irgendwas, was einfach auf einfach der natürlichen Arbeitsweise oder der natürlichen Weise vom Hund einfach entspricht. Und das ist genau das, was ja auch ein Tierschutzhund kennt. Also das ist ja, deshalb macht es wahrscheinlich ja viel aus, wie ich einen Hund, also einen Tierschutzhund auch einfach arbeite. Also wenn ich was nutze, was er einfach schon kennt, dann tue ich mir da 1000-mal leichter, wie wenn ich vermenschlichte Verhaltensweisen versuche oder probiere. Ja. Okay. Ich finde tatsächlich auch immer dieses krasse, der Tierschutzhund, das finde ich einfach eine komplette, ich finde das schade tatsächlich auch, weil meine Erfahrung zeigt mir, die meisten Tierschutzhunde, und ich würde sogar fast zwischen 85% und 90% der Hunde sagen, die natürlich auch sinnvoll ausgewählt wurden für die Familien, sind nicht problematisch, sind nicht krank vor allem. Klar, im Tierschutz gibt es auch viele schwarze Schafe, da ist das eine Geldmaschine und sonst was, aber es gibt sehr viele seriöse Vereine, die das wirklich mit allem, was sie haben, machen und verdienen natürlich keinen Cent daran. Und das, was sie verdienen, wird in die Tiere gesteckt. Aber diese krasse Unterscheidung zwischen Zuchthund und Deutschlandhund und Auslandstierschutzhund, die finde ich einfach unfair den Tieren gegenüber, weil, wie gesagt, die meisten Hunde, die wir hier nach Deutschland holen, das sind relativ normale Hunde oder ziemlich normal, also komplett normale Hunde. Letztendlich ist es wie bei einem Hund, den ich vom Züchter mir kaufe. Das, was du draus machst, entscheidet schon auch ganz schön viel mit. Na, genau, das ist das. Also das unterstreicht ja genau das, was ich halt auch gemeint habe mit der Arbeitsweise von HTS, weil es ist ja genau das, was wir versuchen zu benutzen. Also wir sagen, der Hund ist ein Hund und wir versuchen mit auf hündische Art und Weise oder so nah wie möglich an der hündischen Kommunikation zu arbeiten,
um es jedem Hund leicht zu machen. Also nicht nur einem Tierschutzhund, sondern einfach auch jedem Hund. Und das ist eben ein ganz arg wichtiger Punkt, denke ich, vor allem bei Tierschutzhunden, ist halt diese Balance zwischen Respekt und, wie heißt das andere Wort? Zuneigung. Danke. Nachsitzen. Zuneigung, so. Ja, genau. Und ich finde, deshalb ist es halt so schön, dass es eben HTS gibt und dass wir ja einfach auf dieser hündischen Kommunikation arbeiten können. Und was mir noch aufgefallen ist, ist ein Zusammenhang. Ich bin ja immer auf den Seminaren so ein unglaublicher Wortfetischist. Also was erzählen mir die Leute? Und da kann man wirklich unterscheiden zwischen Menschen, die einen Tierschutzhund haben und Menschen, die einen Tierschutzhund haben. Die einen erzählen mir was über ihren Hund und die anderen erzählen mir etwas über ihren Tierschutzhund. Und nicht, natürlich nicht 100%, aber ein hoher Prozentsatz derer, die explizit erwähnen, sie haben einen Tierschutzhund, nehmen diese Tatsache dazu, ja, für eine gewisse, ich sag mal, Rechtfertigung von Verhalten. Ne? Nach dem Motto, wäre dieser Hund jetzt ganz normal aufgewachsen, dann hätten wir dieses Verhalten nicht und das stimmt nicht. Ich generalisiere das in keinster Art und Weise. Ich sage nur, es fällt mir auf. Es gibt Kunden, die sagen mir, ich habe einen Hund, der ist so und so alt, kastriert, nicht kastriert und so weiter. Und es gibt eben Kunden, die sagen, ich habe einen Tierschutzhund. Und dann kommt die ganze Litanei an Verhaltensweisen, die sie nicht haben wollen. Und ich denke, da waschen wir den Leuten hoffentlich auf den Seminaren immer den Kopf. Ich mache es auf jeden Fall, weil wie du gesagt hast, Caro, ein Hund ist ein Hund ist ein Hund. Punkt. So, ihr Lieben, das war die erste Folge von unserer Sonderreihe HTS-Kommentare kommentiert meets Tierschutz. Wenn ihr mehr zum Thema Tierschutz und HTS wissen wollt, dann schaut mal, hier unten blende ich euch die Seite von der lieben Pia ein. Die hat eine ganz, ganz wundervolle Videoreihe, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben. Und sie hat uns versprochen, die wird sogar noch spannender, als sie eh schon ist. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig auch in der Facebook-Gruppe, markiert uns mit Hashtag HTS-Kommentare kommentiert. Und ich bin mir sicher, dass die liebe Jules und die liebe Pia sich dann auch nochmal die Zeit nehmen, in Zukunft auf diese Fragen antworten zu können mit uns. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.